So, ein herzliches Willkommen. Genau, jetzt läuft's. Hallo, ups, liebe Monika. Hallo, liebe, ja, wer sich das auch immer dann anschaut, unsere Aufzeichnung, wir wären ja gerne live gegangen, aber irgendwie sollte das heute nicht sein. Deswegen starten wir von vorne und du darfst begrüßen. Genau, Monika, ich grüße dich. Ich freue mich jetzt wirklich, dass es klappt. Und ja, es ist so, dass wir uns auf dem Seminar begegnet sind und wir haben uns unterhalten und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für mich immer so, dieses, dass der Funke überspringt, dass er sagt, ja, der Mensch ist mir sympathisch, unabhängig mal von dem, was er macht. Deine Geschichte dazu noch hat mich dann noch mehr fasziniert, wo es um das Thema Emotionen geht und das wollen wir halt auch heute mit in den Podcast mit reinnehmen. Mein Name ist Dietmar Hellwig und Andrea Habeck. Wir sind Belief und wir sind auch, wir müssen reden. Unser Podcast zum Thema Partnerschaft und Beziehung. Und da geht es natürlich auch um das Thema immer mal wieder, um das Thema Emotionen. Genau, Monika, was hast du uns Schönes mitgebracht, beziehungsweise was magst du über dich erzählen? Was mag ich über mich erzählen? Oh je, ich mag immer alles, bin ein sehr offener Mensch, kann alles über mich erzählen. Aber meine Kernkompetenz liegt darin, dass ich eine Expertin bin für Emotional Leadership. Das heißt, ich schaffe ein Emotionsbewusstsein und das mache ich in Organisationen, aber auch in Teams, aber natürlich auch im Coaching 1:1 zum Thema Emotional Leadership. Da bin ich zu Hause und fühle mich pudelwohl in meinem Fachgebiet Emotionen. Ja. Und ja, die Frage ist natürlich so, wie kommt man da hin? Bist du schon immer ein sehr, sehr emotionaler Mensch gewesen, der das immer so nach außen getragen hat? Oder war das genau das Gegenteil? Wie bist du genau dahin gekommen zu sagen, Emotional Leadership, Emotionen sind genau da ganz oben, wo die Luft ganz dünn ist, sind da so wichtig, die müssen dahin getragen werden. Wie ist das zustande gekommen, Monika? Ja, es hat mich mein Leben lang begleitet und angefangen hat mein Leben eigentlich in einer Familie mit 4 Kindern. Mein Papa war Pilot und Piloten waren immer sehr mit Zahlen, Daten, Fakten und so war natürlich Erziehung. Meine Mutter war Montessori-Pädagogin, also das war immer auch ein Spannungsfeld. Aber wenn wir wichtige Dinge besprochen haben oder am Tisch saßen und alle gemeinsam gegessen haben, hat mein Vater immer gesagt zu mir, ich war ein sehr emotionales Kind, sowohl das viel zeigen, aber auch mal wirklich ausleben von meinen Emotionen. Monika, halte die Emotionen raus, sonst verlierst du den Kurs. Okay. Also ich habe gelernt, meine Emotionen zu unterdrücken. Ich habe gelernt, es zu maskieren. Und ich habe auch gelernt, manchmal Emotionen zu zeigen, die dann einfach sozial akzeptabel waren. Also ich habe gelernt, Emotionen so zu tun, wie es mein Umfeld wollte. Und letztendlich hat mich das sehr gefühlskalt gemacht, weil ich habe nicht mehr auf mein Gefühl gehört, sondern ja, immer so geguckt, was wird das Umfeld und ich passe mich an. Macht natürlich sehr viel, aber letztendlich kriegt man sehr wenig von Gefühlen mit und kann dann auch nicht so gut diese Muskel der emotionalen Kompetenz und emotionale Souveränität und Handlungsfähigkeit trainieren. Ist sehr einseitig. Und das habe ich in der Pubertät sehr schmerzhaft immer empfunden. Ich war immer sehr emotional. Ich habe Emotionen immer als eine unglaubliche Kraft und Ressource gesehen. Nur zeigen von Emotionen, wenn die zufällig gut anfühlen. Die Trauer und der Wut können ja nichts dafür, dass sie so anfühlen. Und die anzunehmen, anzuerkennen, damit Umgang zu finden, habe ich erst später gelernt. Okay. Und das war ein interessanter Weg. Gab's für dich so einen Moment, Monika, in deinem Leben, wo du so wusstest, diese Emotionen, die da sind, die wollen raus? Also gab es so einen entscheidenden Moment, wo du gesagt hast, das ist so ein Durchbruch, sagen, jetzt geht es darum, das zu demaskieren und anders zu leben. Also gab es so einen Moment? Ja, gab es viele Momente. Es gibt immer so Schlüsselmomente im Leben, in meiner Pubertät, also Studentin, ich war ein bisschen spät dran, war tiefbegabt in der Schule, also ich habe alles ein bisschen später gemacht. Habe ich dann irgendwann gelernt, in Beziehungen zu gehen mit Menschen. Und da habe ich gelernt, hey, wie schön und wie cool ist das denn? Ab jetzt tilge ich das, dass ich nur auf einer Skala von 0 bis 10
1,3 zeigen darf, sondern ich habe mich getraut, immer mehr zu zeigen und mehr davon zu geben. Und ich habe gemerkt, da kommt so unglaublich viel zurück. Was für Schönheit und was für Reichtum ist das, wenn man sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt. Und später im Berufsleben als Unternehmensberaterin habe ich das auch so ganz deutlich gelebt in Teams und in Organisationen, wenn man dann die Emotionen ansprechen, wie Vertrauen, wie fühlt sich das an oder Wertschätzung, wie gehen wir miteinander um? Und da habe ich so viele Dinge erlebt, dass man denkt, das gibt es ja nicht. Und dann denke ich, ja, das gibt es. Und es geht immer um die weichen Faktoren und nicht um diese harten. Okay, du sagst, es war eher so dein kontinuierlicher Weg, immer wieder an die Emotionen dran zu gehen, als nicht der große Big Bang, sondern einfach so kontinuierlich dran zu bleiben zum Thema Emotionen. Na, richtig Blut geleckt habe ich dann in meinem Studium gezeigt. Da habe ich gedacht, es gehört zu mir. Ich weiß nicht, wie ich das bewusst umgesetzt. Und das ist natürlich unbequem für das Umfeld. Die denken dann auch, was ist mit ihr jetzt los? Und lass es doch bitte. Dann wird man sehr getestet. Geht das, geht es nicht? Und in der Unternehmensberatung war ich dann zuständig für kontrollierte Verbesserungsprozesse im Gebiet von Kommunikation und habe gesagt, so, und jetzt zeige es denen, wir können über Emotionen reden, wir machen das jetzt, wir machen es einfach. Einfach mal machen, es könnte ja unglaublich werden. Ja, einfach mal fühlen, es könnte ja auch unglaublich werden. Machen und fühlen, ja. Einfach mal das erlauben und auf das Bauchgefühl, die Intuition zu hören, was in jemand steckt. Und da war ich sehr mutig. Ich brauchte ein bisschen Mut am Anfang, Dinge anders zu tun. Mit Teams auch anders zu tun, in Organisationen anders zu tun. Da habe ich so DNAs entwickelt, so diese DNA der Emotionskultur in Organisationen. Also ich schaue Organisationen an, ich dekodiere die Emotionalität in der Organisation, ich richte die neu aus und dann aktiviere ich das durch verschiedene Workshops, Coachings an großen Veranstaltungen. Ja. Und du hast vorhin davon gesprochen, eben diesen Muskel, diesen Emotionsmuskel zu trainieren. Und genau das tust du, also du sagst, du analysierst erstmal so eine Firma, wie emotional ist denn diese Firma, dieses Gebilde der Firma. Und geht es dann tatsächlich ins Training? Also wir machen Emotionstraining oder geht es darum, auch mal, ja, also es ist mit Sicherheit ja ein Weg, die Menschen ja auch erstmal dafür zu öffnen. Zu sagen, so, lasst uns mal die Emotionen angucken und dann fangen wir an, sie zu trainieren und dann gucken wir mal, was passiert. Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie machst du das? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Das fragen viele mich, ja, wie machst du das dann eigentlich? Ich schaue wirklich die Organisation an und die Menschen, die da miteinander agieren. Wie agieren die? Und spreche mit vielen Leuten. Aber die emotionale Arbeit fängt immer erst beim Ich an. Also wenn ich selber nicht fühlen kann, wie kann ich. Und das ist das Erste, wo ich dann den Zahn ziehen muss. So, wir fragen jetzt einfach mal bei dir an. Was waren deine emotionalen Lebenslieder? Ja? Wie hast du gelernt, überhaupt mit Freude umzugehen, mit Wut umzugehen? Und was hast du davon noch jetzt in deinem Verhalten? Und da kannst du gucken, will ich das beibehalten oder will ich das tilgen? Dient es uns allen? Dient es mich? Bleibe ich dadurch gesund? Oder schaffe ich auch anderen damit? Weil ich glaube wirklich, wenn wir auf die Emotionen gucken, dass wir auch ganz viel für unsere Gesundheit tun. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Weil das ist für mich ein wesentlicher Faktor, gesund zu bleiben, wenn man gut mit seinen Emotionen spazieren geht und nicht immer die Macht abgibt an die Emotionen, weil wer geht mit wem spazieren? Ich mit meinen Emotionen oder die Emotionen mit mir? Gutes Bild. Ja, das ist ein cooles Bild. Ja, letztendlich ist es natürlich bei uns ja auch so, dass wir die Menschen als allererstes immer zu sich holen, um natürlich. Da geht es darum, bei der Intuition und auch in Beziehungen, wie geht es dir denn damit? Und auch dieses, wo spürst du es denn? Also wo fühlst du diese Enttäuschung? Auch das ist so einer der Wege zu sagen, geh mal in dieses Körperliche. Also was machen die Emotionen? Hast du sie hier im Hals sitzen oder sitzen sie denn im Bauch oder im Kopf, dass du Kopfschmerzen hast davon? Wo sitzen die denn? Und das überhaupt mal zu beobachten, ist sehr, sehr spannend. Und von da aus kommen wir bei uns natürlich dann immer dahin, und wo fühlst du dann diese Intuition? Also wenn du in diese Verbindung gehst mit diesem morphischen Feld zu sagen, wo spürst du es? Wie fühlt sich denn an? Was macht das mit dir? Ja. Und deswegen, so wie wir es am Anfang gesagt haben, wir Menschen sind Verbindungswesen, wir sind fühlende Verbindungswesen. So sehe ich das immer und oder sehen wir das immer. Dieses, lass uns in Verbindung gehen,
klar mit dem anderen Menschen, aber als allererstes mal mit dir selbst. Und von da aus darfst du dann wieder in die andere Richtung gehen, darfst du wieder nach außen gehen. Ganz, ganz, ganz sicher, ja. Jetzt trotzdem eine spannende Frage, ja, an Monika. Okay. Wenn du das auch für Firmen machst, Monika, bei mir das immer wieder begegnet, ich habe mich gerade gefragt, ob mir das speziell passiert, aber dass ich auch speziell auf Männer treffe, die dann mir sagen, ne, ich bin so ein Kopfmensch. Ne? Also ich bin Emotionen und weiß ich nicht, ich bin ein Kopfmensch. Also erstmal alles, was mit Emotionen erstmal raus oder so. Passiert dir das auch? Oh, das passiert mir häufig. Und ich liebe Menschen. Das ist der Großteil von meiner Seele. Das ist so schön, wenn ich sehe, wie die sich dann entwickeln und mutig sind. Also es ist natürlich meine Aufgabe, den Rahmen so zu gestalten, dass da eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht, auch hierarchieübergreifend, dass jetzt da sitze ich da mit drei Chefs, ja, muss ich mich öffnen. Aber viele haben auch gelernt von deren Führungskräften, zeig hier keine Emotionen. Wir sind hier auf Arbeit oder wir sind tätig. Oder da gibt es solche emotionale Killerphrasen in Meetings, zum Beispiel, lasst uns bitte sachlich bleiben. So, und man sagt dann, lasst uns mal bitte sachlich bleiben. Auch nicht lachen jetzt, auch nicht grinsen, ja, nur sachlich. Und die merken hier, ja, Emotionen und Verstand, beide. Nicht nur das eine, aber auch das andere. Und das gut als Harmonie zusammen zu hantieren, das ist ein großes Geschenk, weil da entsteht so viel mehr. Es ist das andere. Und ja, was du sagst, nicht mal, die sind sehr, oh nee, brauche ich nicht. Aber wenn die dann merken, was es mit einem macht, mit ganz kleinen Übungen, ich fange nicht gleich an mit diesem richtig reinspringen, sondern ganz sanft und in den Rahmen und die öffnen sich. Und die wollen nicht mehr zurück. Und das finde ich das Geniale an das Konzept. Also ich probiere es da immer wieder. Also wenn, wie gesagt, sind meistens Männer. Ich frage dann, ob er verheiratet ist oder ein Partner, eine Partnerin hat. Und wenn dann ein Ja kommt, sage ich, und wie hast du die ausgewählt? Also auch rational aus dem Kopf, die Maße, Größe, wie viele Sprachen spricht sie, was verdient sie? Oder ging es das übers Fühlen? Also was hast du da wahrgenommen, als du deiner Frau oder deiner Freundin, Partnerin, Partner begegnet bist? Also das ist so dieses, wo sie gefühlt für mich immer das erste Mal so ins Grübeln kommen. So, ja, stimmt eigentlich. Ja, nee, eigentlich. Also hatte ich da mal was. Ja, also gefühlt ist es für mich immer so ein Selbstschutz, zu sagen, nein, ich bin Techniker, bin Azio. Ne? Also. Genau. Sehr spannend. Und ist dann über diese Unternehmensberatung, also jetzt muss ich das andersrum vielleicht sagen, es gibt ja nicht nur die Monika van Buren, die in die Firmen geht, sondern es gibt die Monika van Buren, die die Chefin der Emotionsakademie ist. Genau. Was macht denn die Emotionsakademie genauso? Ich habe mich vorhin so gefragt, sage ich, machst du auch Workshops, bietest du Workshops an für Menschen wie du und ich, wie man so schön sagt, die sagen, ich möchte da ganz gerne ein bisschen was tun, oder bist du ausschließlich in Unternehmen unterwegs und knackst die Chefs? Ich knack nicht nur die Chefs, ich knack Menschen. Und das, das ist mir egal, ob das die Chefs sind oder keine Chefs. Ich knack die Menschen und ich komme an deren Potenzial und an deren Gefühlswelt. Ich gehe in Organisationen und ich bin natürlich als Monika von Buren oft mit Keystones, halte ich in Organisationen, aber meine Emotionsakademie, das ist mein, ja, war mein Traum vor Jahren und jetzt ist er seit einigen Jahren da. Das ist ein Team von Trainer und Berater und Coaches, wo wir die Workshops halten in Organisationen. Also wir gehen da rein und machen eine Art von Selbsttraining, wir analysieren, wir gehen in Coaching-Gespräche mit Menschen, die ein bisschen mehr brauchen. Wir machen mit Teams Veranstaltungen. Das macht die Emotionsakademie und die macht auch einmal im Jahr ein großes Event, wo alle Menschen, die sich auseinandersetzen möchten mit eigenen Emotionen und Emotionen von anderen, sich austauschen. Das ist eine Art von Workshop-Format und ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon verraten wollen. Ich habe vorher noch eine kleine Frage. Hallo, natürlich, ich warte ja auch schon darauf, dass wir das erzählen. Ich habe vorher aber noch eine kleine Frage. Das heißt, diese Trainer, die du da auf deiner Emotionsakademie hast, die bildest du aus und die sind dann zertifiziert nach Monika van Buren's Konzept und können damit dann mit deiner Emotionsakademie rausgehen und eben in Organisationen, in Firmen diese Coachings, diese Trainings durchführen. Sehe ich das richtig so? So ist es. Besser hätte ich es nicht sagen können. Sehr schön. So, jetzt aber.
Jetzt aber. Trommelwirbel. Mal Trommelwirbel. Ja, wir haben heute schon so ein bisschen hin und her geschrieben und ich freue mich ja total drauf, dass wir das jetzt tatsächlich hier verkünden können, dass nämlich 2019 ein ganz, ganz großes Event vor der Tür steht. Wir sind schon am Scharren, am Machen, am Schreiben, am Mailen und erzählen. Ja, 28. abends freuen wir auf alle, die kommen, eine Art von Get-Together, vernetzen miteinander, Communities zu starten. Menschen, die schon auf den anderen Events waren, kommen auch dazu. Und am 29. Samstag, Juno, mit der N von Nico, treffen wir uns auf einen Kongress. Und das Kongress heißt Die Macht der Emotionen mit Stargast Dietmar und... Ja, wir haben die große Ehre, dabei zu sein und dich bei der Organisation zu unterstützen, soweit es in irgendeiner Form alles machbar ist. Ich finde es jetzt schon super spannend. Wir haben ja schon ein paar Mal telefoniert. Es geht um das Thema die Macht der Emotionen. Emotionen sind überall in unserem Leben und wir haben da ja schon so ein bisschen geschrieben und uns unterhalten, wo spielen denn Emotionen überall eine Rolle? Das heißt, wer darf, was darf oder dürfen die Menschen erwarten? Aus welchen Bereichen kommen denn die Speaker, die Trainings anbieten? Also wir haben ja darüber gesprochen, es wird kurze Keynotes geben, es wird kleine Workshops geben, Mini-Workshops geben, wo man zu den einzelnen Trainern hingehen kann, um das mal auszuprobieren, was machen die dann da eigentlich? Und das natürlich zu ganz, ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen. Jetzt erzähl mal, was haben wir denn alles für Lebensbereiche schon aufgelistet? Es werden irgendwie immer mehr, habe ich so den Eindruck. Es wird immer mehr. Wir haben eine rastlose Energie und Inspiration. Das ist so cool. Aber wir haben bestimmt irgendwann so ein paar, die uns dann auch wieder bremsen. Sagen, macht mal ein bisschen langsam, ihr beiden. Bremsen nicht, aber erden vielleicht. Erden, ah, okay. Ja. Nee, wir schauen einfach die ganze Lebenslinie an. Und wenn wir so die Lebenslinie von Menschen angucken, ist ein Großteil Kinder und Erziehung. Also wir haben einen Experten für Erziehung und Emotionenumgang in Schulen, aber auch in Familien. Dann gibt es da eine Expertin, die was sagt über das Unterrichtsfach Glück in Schulen, was das ausmacht. Das macht die Emotionsakademie übrigens ehrenamtlich in vielen Schulen und da haben wir ein großes Netzwerk und ein Pool, wie in Schulen geht. Wir haben jemand, der was sagen wird über Trauer und Tod, Umgang damit, loslassen, annehmen, akzeptieren, wie gehen wir mit dieser Emotion um. Es gibt ein großartiger Mensch, der was erzählen wird über Vertrauenskultur in Organisationen. Dann haben wir jemanden, der was sagt über die Auswirkungen von einer guten emotionalen Balance auf deine Gesundheit. Und wie kannst du das steuern? Das hast du nämlich ganz viel selber in der Hand. Und dann haben wir euch beim Leben, die was sagen wollen oder beitragen wollen über Beziehungen und Intention. Richtig oder richtig? Ja, da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Also ich freue mich auf diese ganzen Menschen. Ja. Und natürlich wird es bei uns um Beziehungen gehen. Um Emotionen. Also wie gehst du mit den Emotionen um in der Beziehung? Wir haben erst vorgestern, einen Podcast dazu gemacht. Eine der Übungen ist die Geschichte, die ich mir selber erzähle. Das heißt, du kriegst einen Impuls von deiner Partnerin, die sagt was völlig aus ihrer Warte raus und mir passiert natürlich etwas und meine Geschichte läuft los. Was hat sie gemeint oder was habe ich verstanden? Bin ich gut genug? Ne? Solche Geschichten, die dann halt loslaufen und das dann zu bearbeiten, darüber zu reden, ist so viel emotional natürlich auch. Also da passiert jede Menge, aber es ist auch befreiend zu sagen, hey, ich kann dir erzählen, welche Geschichte ich mir selber erzähle über mich, über uns beide. Und das ist super spannend. Trotz alledem, glaube ich, lassen wir uns sehr intuitiv leiten von dem, was an dem Tag einfach dran ist. Es wird irgendwas mit dem Thema Emotionen und Beziehung zu tun haben. Wir haben aber beide genug Erfahrung, dass wir, glaube ich, aus einer großen Blumenstrauß an Möglichkeiten für die Leute mitbringen. Da freue ich mich wirklich drauf, weil ich so gespannt bin, was passiert, wenn das so viele Menschen auf einem Haufen sind, die sich alle sagen, ich schaue mir das Thema Emotionen mal von ganz verschiedenen Warten an. Und das, finde ich, ist die Kraft von diesem Kongress. Man hat die Chance, 3 Mini-Workshops von 1,5 Stunden ungefähr zu besuchen, zu verschiedenen Themen. Also vormittags, wenn man sagt, ach, ich habe was mit der Beziehung, dann gehe ich da rein. Wir haben jemanden, die auch was macht über Embodiment, also Spüren von Emotionen, Ausdrücken durch von Stärke, durch einen bestimmten
Körperhaltung anzunehmen oder darauf zu reagieren. Wir haben auch was ganz Spannendes über Kommunikation und Emotionen, wie die Kommunikation mit mehr Emotionen oder weniger Emotionen oder was für Einfluss Emotionen haben. Wir haben jemand, ich versuche ihn jetzt zu überzeugen, mitzukommen und zu begeistern, der was sagt über Social Media und Emotionen. Und von ihm erwarte ich auch einen ganz spannenden Beitrag. Also es gibt so viel und wir rocken das. Also wir rocken auf jeden Fall, natürlich. Also überhaupt keine Frage, weil ich habe da jetzt schon so viel Spaß dran, wenn wir telefonieren und uns da austauschen und Gedanken machen, wer und wie und was alles. Also nochmal für alle, die zuschauen, zur Erinnerung am 28. und 29. Juni 2019 geht es um die Macht der Emotionen in allen Bereichen deines Lebens. Und wir freuen uns da schon riesig drauf. Und Dietmar hat vorher aber noch zwei Fragen, das will er dich unbedingt fragen, Monika. Also nicht das nach den Holzschuhen, sondern... Und den Tanz. Also ja, genau, das wird dann auch dann da stattfinden wahrscheinlich. Ne? Also Dietmar kriegt... Wir lassen uns überraschen. Ja, okay. Also es war irgendwas mit Holzschuhen, habe ich so am Rande mal klappern hören. Nein, aber du hattest hier noch zwei Fragen, die du die Monika unbedingt fragen wolltest. Du meinst die unteren zwei? Die unteren zwei. Wir haben sie extra aufgeschrieben. Jetzt bin ich gespannt. Ja, weil es mich immer wieder beschäftigt, natürlich mit den Menschen. Und da ist für mich so die erste Frage, was ist dein Warum? Was ist dein Antrieb, das zu tun, was du da tust zum Thema Emotionen? Was ist so, du sagst, da siehst du dich, das ist das, was dich aktiviert morgens. Also ganz cool immer, warum stehst du morgens auf? Weil ich gerne Menschen inspirieren und begeistern und unterstützen möchte und größer werden lassen möchte, wenn sie ihre Emotionen spüren können. Und diese Reichtum, das ist ein unglaubliches Geschenk. Und dieses Gefühl und Geschmack von emotionaler Freiheit. Wenn man das einmal genossen hat, dann lässt man das nicht mehr los. Und das möchte die Mensch so gerne, die Menschen und Menschen, die miteinander in Beziehung sind, zeigen, dass das geht. Man muss sich immer öffnen und Mut haben, um das zu tun. Und diesen Rahmen kann ich schaffen, das Vertrauen schenke ich und miteinander können wir dann ein sehr emotionales Miteinander gestalten. Okay. Da verstehe ich auch. Da kann man jemand auch nachts anrufen. Das ist ja. Jetzt weiß ich, warum wir uns so gut sofort auf Anhieb verstanden haben. Okay, und ist mir jetzt klar. Danke, Monika. Und ich habe noch eine andere Frage, die hat sich aber gerade verändert. Ganz intuitiv war eine Frage da, wie ich weiß ja ein bisschen, weiß ich ja was von dir, wie geht denn deine Familie damit um? Also sagen die, meine Mama, also du hast ja Kinder, oder dein Partner sagt, meine Frau, meine Partnerin, ist so sehr emotional, ist so, sie schießt mal durch die Decke voller Freude oder wenn es einmal Ärger gibt. Also bist du jemand, der die Emotion in der Familie, also und muss nicht zu intim werden, aber wo du sagst, ja, du bist schon auch bekannt dafür, dass du emotional einfach dein Leben lebst und zwar nicht nur im Beruf, sondern auch in der Familie, oder bist du da eher das ausgleichende Wesen? Ich kann es nicht trennen. Also Beruf und Familie kann ich nicht trennen in Bezug auf Emotionalität. Wenn ich eine Emotion spüre, gehe ich da rein. Ich bin natürlich in Organisationskontexten mehr businessorientiert unterwegs, aber auch da gehe ich durch die Decke, wenn ich mich freue, wenn jemand sagt, ich habe es ausprobiert, wir haben jetzt einen Konflikt geklärt miteinander und es läuft jetzt wieder zwischen uns, wir haben das bereinigt. Oder ich spüre jetzt einmal, wo Eifersucht und Neid sitzt bei mir und jetzt weiß ich ja, wieso in Beziehung zu meinen Vorgesetzten das gerade so ist oder zu meinen. Dann gehe ich durch die Decke, ich gehe ab, ich feiere den, das finde ich großartig. Mache ich auch zu Hause. Also zu Hause feiere ich genauso wild und laut und tanze und freue ich mich, aber ich kann auch meinen Wut rauslassen, ich kann meine Tränen laufen lassen. Alle Emotionen lebe ich und nicht nur, so wie ich es gelernt habe, 20-30%, sondern 80-90-100%. Das macht manchmal meine Kinder ein bisschen verrückt. Aber die kennen mich und das Schöne ist zu sehen, dass sie selber auch sehr emotionale Wesen gewesen sind jetzt. Die haben natürlich viel abschauen können und wir reden immer über Emotionen. Das finde ich was ganz, ganz Wertvolles, wenn Kinder schon lernen, im großen Alter einfach ihre Gefühle auszudrücken. Da habe ich sehr drauf geachtet. Das ist sehr cool. Was uns ja auch begleitet. Also sagt, in dem Moment, wo du das öffnest, wo du die Kinder für die Gefühle öffnest und die das einfach leben und ausdrücken dürfen,
und man es vorlebt. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, so jetzt du darfst, sondern wie leben wir es vor als Eltern. Und dann ist es so ein Geschenk, wenn du plötzlich dann siehst, wie sich seinen Weg bahnt, also wie sie es einfach tun. So und nicht irgendwas, also das ist richtig, richtig spannend und du hast recht, das ist so eins der allergrößten Geschenke überhaupt zu sehen, dass unsere Kinder da was mitnehmen, weil wir es ihnen so vorleben. Und ja, Emotionen spüren, fühlen, ausdrücken ist so, so wichtig, ja. Weil sie es eh wahrnehmen, also das, was uns ja so mittlerweile so klar ist, Emotionen zu unterdrücken vor seinen Kindern, ja. Die kriegen es eh mit, ja. Und von dem her am besten einfach auf den Tisch legen oder ausleben und dann drüber reden. Also zu gucken, was passiert da gerade, wie geht es uns gerade damit, ist für mich so dieses, ja, dann fängt an, der Familienverbund miteinander noch kräftiger zu werden, weil es ein Miteinander ist. Und du darfst eben auch mit dem Thema Wut da sein und nicht nur mit Freude und Spaß haben, sondern wenn es einfach mal unter der Grasnarbe durchgeht, genauso ist nicht so schön sicher, aber es gehört halt mit dazu. Ich glaube, es ist also dieses, es gehört mit zu unserem Leben dazu, wie jeder nicht immer einfach nur gute Zeiten hat und so ist eben nicht immer alle, jeder nur lustig drauf und manchmal geht es einfach runter. Und dann stehen wir auch zusammen als Familie und das finde ich sicher, ja, eins der prägenden Dinge bei uns und bei dir sicher auch. Sehr, sehr schön. Ja, das ist sehr prägend. Und ich finde, Emotionen sollten nicht nur da sein, wenn die gerade passen. Oder wenn die gerade ist Freude gewünscht, dann spielen wir halt die Freude vor. Also das ist nicht der Weg zu eigenen Gefühlen. Man, davon wird man gefühlskalt. Man spielt eine Rolle. Also wenn man emotional die Maske absetzen kann und sagt, ja, so ist es. Ohne zu werten, es ist jetzt einfach so. Und dann zu fragen, ja, was mache ich? Und später reden ihr sowieso alle davon, du musst authentisch sein. Ja, wenn ich niemals gelernt habe, meine Emotionen zu leben oder sie zu zeigen, kann ich nie authentisch sein. Dann läuft da immer irgendwie so ein verkleidetes Etwas durch die Gegend. Also das ist was, dieses mit den Kindern schon anzufangen, damit sie nicht erst, wenn sie erwachsen sind, dann wieder losrennen müssen, um in 25 Seminaren zu lernen, all das, was sie sich irgendwann mal so übergestülpt haben, wieder Schicht für Schicht abzutragen. Genau. Und das ist so schön zu sehen, wie Menschen dann aufblühen und mehr in Beziehung zu sich selbst haben. Das ist die Quelle. Wenn ich eine gute Beziehung zu mir selbst habe, dann kann ich auch gute Beziehungen zu anderen führen. Das sind die weichen Faktoren, die wirklich das ausmachen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wir brauchen nicht mehr Wissen. Alles ist da. Wir müssen mehr lernen, zwischenmenschliche Beziehungen miteinander zu pflegen. Ja. Das geht über Gefühle und über Emotionen. Absolut. So schaut aus. Sehe ich genauso. Ich glaube, also Falada, ja, da ist jetzt so viel drin gewesen. Das war so ein wunderbares Gespräch mit dir, Monika. Ich mag mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich freue mich so auf jedes Telefonat, was wir führen, wenn es um den Kongress nächstes Jahr geht und um alles, was da noch kommen darf, was an Austausch und Wachstum in Sachen Emotionen da noch stattfinden darf. Deswegen bleibt mir jetzt gerade nur ganz, ganz lieben Dank zu sagen. Wir hören uns morgen oder übermorgen wahrscheinlich sowieso und haben es ja jetzt so hinbekommen, dass wir jetzt diese Aufzeichnung gleich fertig machen und allerspätestens morgen dann auf Facebook nachreichen. Genau. Und ja, allen, die sich das anschauen, merkt euch das Datum 28.29.06.2019, die Macht der Emotionen. Perfekt. Lieben Dank für das tolle Gespräch. Ihr seid sehr wertvoll. Danke, Monika. Danke. Du auch. Genau wie du. Schön, dass es dich gibt. Gute Zeit. Gute Zeit. Tschüss. Ciao.